Ja, es sind ein Fuppes von Hohen. Mein Hobby ist, ich mache 3D-Bilder von allen Retro-Spielern. Also ich will hier ein, für zu erklären, von einem Print-Screen. Das bringt mich raus und ich mache mir dann wirklich aus dem Print-Screen ein 3D-Bild für abzuhängen für meinen Partykeller. Für ein Jahr hatte ich, also Anfang letzten Jahr, hatte ich im Internet ein Bild gesehen vom den Mario Level. Und den Level hat mir, also das Bild hat mir so gut gefallen und ich dachte, das muss ich auch noch machen, das wäre mir ganz flott für einen Keller abzuhängen. Und ja, nur 30 Stunden hatte ich dann endlich mein Bild fertig. Es war wirklich viel Zeit drauf gegangen, für all die zu küchen und zusammen zu basteln und zu passen. Aber als ich mein Bild am Partykeller stunden hatte, dann ich gedacht, so, was kann ich als nächstes machen? Und war die Idee, eben mit anderen Spielern zu probieren. Und da habe ich dann, also direkt aus der Map von Zelda, A Link to the Past, an den Kopf geschossen. Und dann habe ich mich da ein Projekt gemacht. Und dort war irgendwie bald 20 Stunden, die ich da gebraucht habe, für das Bild dann zu machen. Das ist immer das, was ich aktuell schaffe, was man dann immer, wo ich dann immer am schönsten fand. Weil wenn ich mich meist exzidiere, dann also, ich ging mir so eine Rampage, die gefällt mir ganz gut. Ja, natürlich die Map von Zelda. Und auch das zweite Spiel von Rick Dangerous, das die, also die gefallen mir, wenn ich wirklich müsste fehlen. Wenn mir am besten gefallen, dann wäre die Wahl auf denen drei. Weil doch interessant war für den Zusammenbau vom Bild, der war auch nicht wie verschiedene andere Bilder, die meist durch meine, war schon mehr getüftelt, sondern hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich denke, Lesung zu finden, für das mehr den Effekt rauskommt. Ich hatte das Jahr am Ende März, war das auf der LuxCon, da hatte ich mein Bild ausgestellt und das war relativ flott, also war ein super flott in die Wand. Das war wirklich cool. Ich war froh, dass ich da und für mein Bild ausstellen. Die Leute fanden sie wirklich immens flott und auch über Facebook und ich so eine Gruppe gemacht, wo die Leute können gucken und wo die Leute auch Möglichkeit gehen. Es sind auch viele, die frohen, wie ich mache, und dann so ein Tutorial erstellt. Und es sind mittlerweile viele Kollegen, die ich im Internet auch dadurch gewonnen habe, die auch Bilder machen. Und das ist immens flott, sich mit denen auszutauschen und denen hier Bilder zu gucken. Und das ist schon eine flotte Sache. Ich spielte Mario. Also, war, ja, ich ging gut zu und 30 von nicht 40 Stunden. Der Mario Level war wirklich die sauerste. Mir lohnt, wenn ich das Spiel aufhänge, genauso zwischen 10. Gut 10 Stunden, maximal 15 Stunden, wo ich noch brauche, weil ich auch schon ein bisschen weiß, wie ich muss vorgehen und wie es geht. Ja, der Prozess, zu, wenn ich für ein Bild entschieden habe, also, es gibt alle Spieler, die ich früher immer gerne gespielt habe. Und da wird geguckt, wie ein 10 ging am besten passen, für so ein Bild zu machen. Und wenn ich mich für ein Bild entschieden habe, dann gucke ich im Internet, um Google, um die vielen Seiten, wo ich schon so die ganzen Level in Bilder kriege. Und wenn ich dann wirklich das da tun, dann geht das dann in einem Fotoprogramm, dann muss ein bisschen bearbeitet werden, den Hintergrund retuschiert. Und dann geht das normal auf Papier ausgeprint, auch für die einzelnen Niveaus zu machen, die Lehren, da holen ich Moosgummi, das ist so Schaumstoff-Papier oder so, von 2 mm, die lässt sich immens gut mit einem Cutter-Skalpell rausschneiden. Das finde ich besser wie Kartor, am Anfang hätte ich mal Kartor probiert. Das war nicht so präzise, wie dann all die Einzelpixel und dann alles auszuschneiden. Und du hast schon den Muskelmi, weil du die Lesung. Ja, und da wird dann alles zusammengepasst, bis das Bild fertig ist. Du, ich meine auch Bilder mit klein, weil die Trommel noch mit billig sind. Die Standardtrommel, die ich hole, sind von Ikea und die sind knapp 7 Euro. Also das von Mario, das war schon an die 100 Euro. Und auch schon doch lieber Bilder sind mit klein. Aber identisch, weil der Mario-Level, weil das von Kirische Print-Screen auch von den Figuren guckt, man hat das von einer Internetseite, CubiCraft, die kann in alle lauter so Menschen herausprinten und sich selber basteln. Und das ist am Anfang nicht ein original Print-Screen gewesen, was ich gemacht habe. Aber das ist ein Hobby. Und es sind noch ganz viele, die wollen ja Bilder kaufen. Also ich verkaufe sie nicht, das wirklich, ich gebe mich auch nicht dran von den Bildern. Aber für sie zu machen, für sie zu verkaufen, da fehlt dann ja über 30, wenn ich ein Bild mit so Pummel mache. Das ist eben auch nicht viel. Ich meine, wirklich lieber von der Begeisterung zu den Spielern, meine Spieler. Und,
Die kann ich auf Facebook finden, von der Sicht Paper Diorama. Dann kann ich auf meiner Seite oder auf wuppes.tumblr.com. Da poste ich dann auch immer meine Bilder und die von den Kollegen weltweit eben noch den Hobby.